Ey yo, meine lieben Fightheads, willkommen zu Crunk MMA and here we go! So Leute, in nicht allzu langer Zeit kann es sein, dass wir Jose Aldo, der derzeit einen verdammt guten Lauf hat, nochmal im Octagon sehen werden. Nach seinem erstaunlichen Decision-Sieg gegen die Nummer 4 der Rangliste Rob Font am 4. Dezember verkündete er, dass er als nächstes gegen TJ Dillashaw antreten möchte, der aktuell die Nummer 2 der Rangliste besetzt. Der König von Rio, der gegen Font über die volle Distanz aller 5 Runden beeindruckte, konnte sich vor Font 2 weitere Decision-Siege holen und seine Wiedergeburt als Aldo 2.0 feiern. Bei der UFC 265 am 7. August 2021 gegen Pedro Munhoz und bei der UFC Fight Night Thompson vs. Neal am 19. Dezember 2020 gegen Marlon Vera. Aldo in eigenen Worten, Dillashaw ist genau dort, wo ich ihn brauche. Also möchte ich gegen ihn kämpfen, er wäre der beste und sinnvollste nächste Gegner für mich. Dillashaw hatte seinen letzten Sieg gegen Corey Sandhagen am 24. Juli, den er durch Split Decision für sich entscheiden konnte. Im vorletzten Kampf verlag er Henry Cejudo durch TKO Punches und hatte davor eine vierfache Winning Streak. Zweimal gegen Cody Garbrandt, John Lineker und Rafael Assunaco im Jahr 2016. Nochmal zu Aldo. Jose, der mittlerweile 35 Jahre alt ist und sozusagen eine Wiedergeburt seiner Karriere erlebt, kann sich mit weiteren Siegen wieder an die Spitze der Division hochkatapultieren. Wenn er konstant solche Leistungen bringt, vor allem wenn er die Zeiträume kurz hält, wie bei den Kämpfen gegen Pedro und Font. Wenn also Aldo in seinem nächsten Kampf, und dieser wird sehr sicher gegen Dillashaw stattfinden, ein weiteres Mal überzeugt, steht ihm die Tür offen, gegen Peter Yan, die Nummer 1 der Rangliste und dem aktuellen Champion zu kämpfen, dem er bereits schon mal gegenüberstand, und zwar bei der UFC 251 und dabei in der 5. Runde durch TKO-Punches gefinisht wurde. Der König von Rio hat zu einem die Möglichkeit, die Niederlage gegen Yan vergessen zu machen, zum zweiten kann er sich zum neuen UFC Interim Bantamweight Champion krönen. So, meine Kämpferherzen, das war's an der Stelle. Ich verabschiede mich. Schaut das nächste Mal wieder rein, wenn's euch gefallen hat.